1944. Also from Germany, Yvonne Kleiner. Yvonne Kleiner, Laufgemeinschaft Stadtwerke München, hier zwei platzierte Platz. So, wir sind jetzt da schon relativ weit und vor allem den Punkt, so den schwierigen Punkt, Kilometer 35 haben wir jetzt abpassiert. Genau. Da ist ein bisschen, wo man ein bisschen mental vielleicht auch angeschlagen ist. Und jetzt schauen wir schon auf die Uhr, wie lange wir noch brauchen werden. Und eben, wir sind ein bisschen langsamer geworden, es ist aber okay, weil wir eigentlich schneller gestartet sind, als was wir aber vorgehabt haben. Das heißt, wir werden keine halbe Stunde brauchen, bis es zu viel. So. Na, 4 Kilometer haben wir, glaube ich, noch gut. Ja. Ein bisschen mehr. Das heißt, wir sind safe, wir werden es auch locker schaffen unter 4 Stunden. Alex, du als Frau Doktorin, Sportärztin, es kann doch einiges passieren aus dem Marathon, weil es ist ein. Es sind zigtausend Starter, es sind ja nicht alle top vorbereitet, so wie die Stars und die Hobbyläufer. Genau. Das heißt, es sind auch viele am Start, die sich vielleicht schwer tun. Was kann alles passieren? Hinten raus, abgesehen von einem Hunger aus oder vom Durst. Naja, ich glaube, das ist genau heute das Relevante. Weil, dass man da die Flüssigkeit ausreichend trinkt, verschwitzen, dann man schon ordentlich. Und da das, wie gesagt, Salz, was glaube ich von viel unterschätzt ist. Es geht nicht ums Magnesium, oder? Es geht nicht ums Magnesium. Sondern ums Salz. Sondern ums Salz. Also man geht ja auch ein bisschen davor weg, dass man sagt, man braucht unbedingt ein Magnesium. Sondern eigentlich reicht es, wenn man sich gescheit. Bitte? Wenn man Salztabletten mit hat. Ja. Wir haben nämlich Salztabletten schon zu uns genommen. Das ist schon bei Halbzeit. Es hilft bei mir gar nichts, weil wir tun so die Haxen weh, dass ich sie kaum wegbringe vom Boden. Findest aber du einen schönen Laufstil? Danke. Ich bin ja das Pokerfest eh gewohnt. Also ich werde schauen, dass ich mich halbwegs noch ins Ziel errede. So geht es mir eigentlich gut, Alex auch. Ja, geht gut. Sehr gut. Natürlich, wenn man weiß, es geht ein Ende zu, genießt man es halt auch ein bisschen. Ihr beiden, ihr habt jetzt nur mehr Richtung Ziel. Ja, noch eine halbe Stunde für die 4-Stunden-Marke. Dann haben wir euch auch gut auf Sendung im Ziel. Schaffen wir locker. Das schaffen wir locker. Das machen wir. Super. Also, toi, toi, toi. Wir riechen schon den Schaum vom Bier. Ja. Ja, so ist es. Also, alles Gute für die letzte halbe Stunde. Und wir schauen einmal, was bisher geschah in den mittlerweile noch 3,5 Stunden Rennen. Also begonnen hat alles um 9 Uhr bzw. exakt 8.58 Uhr in der Wagramer Straße mit dem Start der Weltelite sozusagen beim Wiener City Marathon mittendrin. Der Weltrekordhalter Dennis Kimeto, hier noch angeführt von 3 Tempomachern, die Spitzengruppe. Und natürlich in Schwüngen wird dann die Masse auch losgelassen. Im Vorderfeld dann auch noch die Frauenelite, Punkt 9 Uhr, die mit der restlichen Menge an Marathon, Halbmarathon und Staffelmarathon Teilnehmern über die Reichsbrücke hinein dann in die Stadt mit Blick auf den Stephansdom in der Ferne dieses herrliche Bild gibt. Bewegung in Wien in der Prater Hauptallee. Unglaubliche Szenen da immer wieder. Wie viele Menschen tatsächlich da Lust am Laufen haben. Einer, der heute auf jeden Fall Lust hatte zu laufen, ist Peter Herzog, der Österreicher aus Saalfelden, Biathlon-Trainer im Skigymnasium Saalfelden, Trial-Sportler, Triathlet gewesen und läuft heute einen Supermarathon. Ebenso stark wie die vierfache Ironman-Siegerin, Triathletin Eva Wutti, die einen Abstecher ins Laufen sozusagen in den Marathon unternommen hat heute.
Schloss Schönbrunn bei etwa 16 Kilometer der Laufstrecke. Da ist die Spitzengruppe noch relativ groß, aber langsam, aber sicher macht sich bemerkbar, dass Denis Kimeto, der Superstar, heute nicht in der Lage ist, dieses ganze Rennen durchzuhalten. Frauenspitze, vierköpfig mit Tempomachern, wird dann auch sukzessive kleiner, bis am Ende nur eine übrig bleibt. Mit F1 die Siegerin des Vorjahres, Nancy Kiprop, mit F2 die schnellste nach der Papierform, Helen Toller, mit F4 auch eine sehr schnelle Athletin, Fatuma Sado da noch dabei. Beim Halbmarathon die Männer durch in etwa einer Minute über dem geplanten Ziel von 2:07. Da geben dann die Tempomacher schön langsam auf. Zu früh für unseren Experten Michael Buchleitner. Natürlich sollten die länger dabei sein und dann auch bei den Frauen eine Vorentscheidung. Zunächst muss Helen Toller nachlassen und das Rennen dann auch aufgeben. Beziehungsweise nicht in der Spitze beenden. Es werden weniger. Die Temperaturen steigen natürlich, wie erwartet, weit über 20 Grad Celsius. Und hier in der Marie-Hilfer-Straße dann auch der Bereich, wo Denis Kimeto muskuläre Probleme bekommt, zunächst zurückfällt und später dann auch das Rennen beenden muss. Die nächste, die es erwischt vorne, ist Fatuma Sado, Nummer F4. Wird dann schön langsam durchgereicht. Und zumindest nach hinten verlassen von der Spitzengruppe. Und dann ist das Ende von Denis Kimetos Hoffnung auf einen endlich guten Marathon. Der Weltrekordler von 2014 muss zum sechsten Mal beim neunten Versuch danach wieder aufgeben. Und das ist jetzt die Szene, als Nancy Kiprop nur noch Celestine Chepchirchir, die Nummer F10, bei sich hat, bei der Verpflegung. Da muss Fatuma Sado die beiden ziehen lassen. Das ist alles kurz vor Kilometer 30 bei den Männern dann. Kilometer 30 die Wende beim Ernst-Happel-Stadion. Gibt es eine kurze Schrecksekunde, denn die linke Bahn ist die richtige Richtung und da biegen sie hin, vor lauter Durst wahrscheinlich schon zur Verpflegungsstelle, werden aber da noch zurückgepfiffen bzw. zurückgehobt. Das Trinken gibt es erst am Rückweg bei der Wende. Aber nichts Schlimmes passiert, kein Problem. Es entwickelt sich ein Zweikampf zwischen Ismail Bouchendic und dem Marokkaner Salaheddin Bounasser. Beide setzen sich dann wie gewohnt nach Kilometer 30 im Bereich Hauptallee von Rest der Spitzengruppe ab. Genauso wie fast an derselben Stelle kann sich dann auch Nancy Kiprop von ihrer letzten Konkurrentin lösen. Nur noch ihr eigener Tempomacher begleitet sie für die letzten 12 Kilometer. Immer noch auf Kurs Streckenrekord, bis dahin die Kenianerin. Und auf Kurs EM-Limit ist lange Zeit. Ganz klar, Peter Herzog, 2 Stunden 17 Minuten ist der Plan. Teilweise 1,5 Minuten drunter und dann, hat es dann auch bei uns im Interview selbst gesagt, ab Kilometer 30 ging das alles viel, viel zäher und es wurde ein Sekundenkrimi. Auch bei Eva Wutti, die begonnen hat mit einem Guthaben auf das EM-Limit 2 Stunden 37 bis zum Halbmarathon. Wurde es dann von Kilometer zu Kilometer härter, wärmer. Und ihr erster reiner Marathon. Auch eine neue Erfahrung. Und das ist die Entscheidung bei den Männern. Schon im dritten Bezirk in Erdberg. Den kurvigen Gassen setzt sich in ganz kurzer Zeit Salaheddin Bounasser ab. Leichte Probleme bei Ismail Bouchendic. Und das nützt der Überraschungsmann zum zweiten marokkanischen Sieg in Wien.
12 Jahre nach Mrikic gewinnt. Bonasera. Und er schafft sogar das Kunststück, bei ganz schwierigen Bedingungen eine persönliche Bestzeit zu laufen. Noch nie war er unter 2 Stunden 10 Minuten geblieben. 2 Stunden 9 Minuten 29 ist dann die offizielle Siegerzeit. Zweiter wie im Vorjahr ist Ismael Buschendic. Knapp über 2 Stunden 10. Alles natürlich den Bedingungen geschuldet, dass man da nicht einmal in die Nähe der geplanten 2 Stunden 7 Minuten kam. Und mit Samuel Masvai kommt ein zweiter Kenianer noch aufs Podest. Knapp über 2 Stunden 11 Minuten seine Zeit. Einer der eher langsameren von den 35 Vienna City Marathons. Aber kein Wunder. Bei diesen Bedingungen aber einer, der voll zufrieden sein kann, ist der Saalfeldner Peter Herzog, der mit einem Wahnsinnsfinish 2 Stunden 16 und 57 läuft und damit hauchdünn unter dem geforderten EM-Limit bleiben kann. Das ist das Siegerbild mit Salahidin Bounassar, Buschendic und Masvai. Nancy Kiprop, auch bei ihr reicht es dann am Ende nicht ganz für das erklärte Ziel, Streckenrekord, aber in 2:24.18 läuft sie die zweitschnellste Zeit in Wien überhaupt und auch ihre persönliche Bestzeit, die 38-jährige Kenianerin. Und für Eva Wutti wird es dann noch ein Kampf. Das EM-Limit 2:37 ist außer Reichweite, knapp unter 2 Stunden 38 wird sie aber großartige Siebente im Frauenfeld und das als Triathlon-Spezialistin. Ja, und die Frauensiegerehrung, die hat auch schon stattgefunden mit den Top 3. Das heißt für Nancy Kiprop gibt es 15.000 Euro, genauso wie für den Männersieger. Und damit kehren wir zurück zum Live-Bild, wo natürlich noch sehr viel los ist in der Stadt, sehr viel gelaufen wird. Superman, Superwomen, alle, die heute ins Ziel kommen, dürfen sich so bezeichnen. Ja, immer sehr einfallsreich auch alles rund um den Marathon. Da hilft alles. Da nimmt man alles gerne in Kauf, Michael, oder? Was einen weiterbringt. Natürlich. Also ich glaube, man lebt dann von diesen Leuten, die einen anfeuern auf den schwierigen Metern hier im Prater, wo du eigentlich weißt, das ist der härteste Punkt. Also die letzten 7-8 Kilometer, vor allem die noch praktisch hinaus müssen. Und man sieht, was da jetzt noch los ist. Ja. Also auf der Hauptwelt, da ist mehr Betrieb gibt es nur beim Frauenlauf. Ja, also nein, also noch eine lange Zeitdauer für die Läufer, die jetzt im Prater unterwegs sind. Man kann wirklich nur sagen, trinken, trinken, trinken. Hoffen wir, dass nirgendwo das Wasser ausgeht und dass alle gesund nach Hause kommen. Weil du schon den Frauenlauf ansprichst, der ist natürlich am 27. Mai, also in etwa einem Monat, eben auch hier in der Hauptallee. Mehr als 33.000 Teilnehmerinnen da, also das ist ja fast noch mehr als am heutigen Tag. Hoffentlich haben sie es nicht so heiß. Das sind halt 5 und 10 Kilometer, ja. Da geht das schon. Ich glaube, dass dieses Wetter wieder jetzt für den Frauenlauf nahezu perfekt wäre, weil das Ende Mai, dann kann man es einmal über 30 Grad schon haben, ja. Haben wir alles schon gehabt. Aber wie gesagt, das sind einfach kürzere Distanzen. Wir haben auch gestern gehört bei den 10 Kilometern, dass das noch geht, ja, und darum ist es, glaube ich, wirklich jetzt eher da jetzt bei den Halbmarathon-Finisherinnen, den letzten, und dann auch bei den Marathonläufern und auch in der Staffel. Man muss sich ja vorstellen, die letzten Staffelläufer, die beim Happelstadion warten auf die letzte Übergabe, die stehen noch extrem lang mitten in der Sonne. Du hast ja auch keine Chance, dort dich irgendwie unterzustellen. Du musst extrem konzentriert sein, um deinen Läufer zu finden oder deine Läuferin, die als Dritte kommt.
Das heißt, ziemlich lang warten und dann eben erst noch bei dieser Hitze ins Rennen gehen, das ist eigentlich schon eine ganz schwierige Aufgabe. Na, vor allem die Ungewissheit, wann kommt meine Vorgängerin oder mein Vorgänger? Ne? Ja. Geht sich noch ein Kaffee aus oder nicht? Dort gibt es keinen Kaffee. Also da kannst du nur zur Verpflegungsstation gehen. Ja? Ja. Also da ist nichts in der Nähe gleich. Ja, und da rennen viele natürlich mit dem Handy, mit dem Mobiltelefon, weil man sich ja halt trotzdem noch irgendwo, also wir haben das ja auch, also Kunden haben gesagt, bitte bereitet euch vorher eine SMS-Nachricht vor, damit ihr nicht nur schreiben müsst, und telefonieren müsst. Ja. Und die schickt es einfach ab. Ich sage, ich bin auf Punkt dort und dort. Mhm. Und dann geht das auch mit einem relativ geringen Aufwand. Ja. Aber das ja, ist dann noch eine anstrengende Geschichte zum Schluss. Und der einer, der sich heute den Marathon erspart hat, hat seinem Freund Christian Steinhammer die Daumen gedrückt, aber die letzten zwei Jahre hat er uns Freude bereitet, ist Valentin Pfeil. Aber zumindest vorbeigeschaut hat er. Was sagt er beim Oliver? Ja, der hat nicht nur vorbeigeschaut, der hat auch mitgefiebert, aber dazu kommen wir gleich. Wir hätten ihn ja gerne oder viel lieber verschwitzt gesehen hier an dieser Stelle. Ist leider nicht, weil verletzt im Dezember. Was genau ist passiert damals? Ich habe mir eine schwerwiegende Achillessehnenverletzung zugezogen, habe dann 2,5 Monate gar nicht laufen können, habe dann erst im März wieder zum Laufen beginnen können, und das ist einfach für einen Marathon auf einem gewissen Niveau einfach zu kurz. Wenn man sagt, man möchte 4-5 Wochen trainieren, ist es viel zu wenig, um dann wirklich tatsächlich gut am Start zu stehen. Was für eine Verletzung ist das ganz genau gewesen, wenn wir das fragen dürfen, und wie ist es passiert? Ja, bei der Crosslauf-Europameisterschaft durch ein Hindernis habe ich mir die Achillessehne teil eingerissen. Zwar nicht so, dass man was derweil operativ machen muss, aber es hat einfach sehr, sehr lange gedauert, bis ich da wieder ins Lauftraining einsteigen habe können. In all meinen Texten, die ich mir reingezogen habe vor dem Marathon, habe ich gelesen, sie sind aber wieder schmerzfrei. Ist das so? Ja, zumindest so, dass ich trainieren kann. Schmerz ist eine Frage für den Marathon. Die Läufer, die ist gar nicht gut, ne? Variabel interpretierbar ist, aber ich kann jetzt wieder laufen. Seit 4-5 Wochen wäre natürlich irrsinnig gerne heute auch am Start gestanden, aber ich habe mich damit schon abgefunden im Februar, und dann kann man das ein bisschen besser akzeptieren. Aber ich glaube, es waren heute so viele Leute auch am Start, die Spaß und Freude am Laufen gehabt haben, die haben es auch gut gemacht. Sind Sie jetzt grundsätzlich einer, der sagt, oh je, Sonnenschein, warm mag ich nicht so gerne, oder wäre das durchaus auch was für Sie gewesen? Ja, jeder Marathon hat eine gewisse Herausforderung, was auch das Wetter anbelangt. Man muss dann auch sagen, okay, Zeiten sind dann wieder ein bisschen anders zu interpretieren. Wenn man sagt, man spricht von guten, also perfekten Bedingungen, sind wir heute schon um etliche Grad darüber. Das heißt, da haben wir auch in der Spitze gesehen, wie dann die Zeiten vor allem zwischen 35 und dann im Ziel dann nach oben gegangen sind. Das heißt, auch noch einmal Hut ab vor denen, die es heute auch ins Ziel geschafft haben, allen voran auch in Peter Herzog, der sich da auch durchgebissen hat, ob der Hitze. Und ja, ich tendenziell, um auf die Frage zurückkommen, wäre auch, ja, die Hitze ist okay, aber natürlich für einen guten Marathon einfach zu heiß, ja. Ganz schnell noch, das EM-Limit wäre für Sie kein Thema gewesen, denn Sie sind schon qualifiziert, oder? Ja, also ich bin qualifiziert durch die Leistungen von letzten Jahr. Im Marathon zählt immer das letztes Jahr auch. Da möchte ich mich auch bedanken beim ÖLV, dass ich hier einfach auch das Vertrauen habe, mich jetzt seriös auf die Berliner Europameisterschaft vorbereiten zu können. Und da ist dann für August, glaube ich, dann noch genug Zeit, um dann noch in Form zu kommen. Sie haben vor über einer halben Stunde sich um Ihre Freundin gekümmert. Das werden Sie jetzt auch tun, nehme ich an. Die ist gelaufen. Ja, genau, die ist gelaufen, ist 3 Stunden gelaufen, ist ihr ersten Marathon erst gelaufen als Hobbyläuferin. Ist das, glaube ich, eine sehr, sehr beachtliche Leistung. Die wird gefährlich. Ja. Gut so. Viel Spaß, einen schönen Nachmittag noch. Danke. Vielen Dank. Danke dir. Ja, der Trainingskollege von Christian Steinhammer. Christian Steinhammer hat ihm Tempo gemacht die letzten 2 Jahre. Es kam eben nicht zur Gegenleistung. Vielleicht auch mit ein Grund, dass für Christian Steinhammer das Ganze nicht so glücklich geendet hat. Ja, ich habe ihn, Christian, vorher habe ich beim Interview draußen mal getroffen. Er ist sehr geknickt. Er hat gesagt, er hat unglaublich Probleme mit der Hitze gehabt und hat dann auch wirklich muskuläre Probleme gehabt. Zuerst einen Krampf im Oberschenkel, die das ist dann wirklich extrem in einen schweren Muskelzustand manifestiert hat, wo ich sage, der konnte nicht mehr weiterlaufen. Und hat dann abgebrochen, und wir haben vorher schon besprochen, das Thema Aufgeben ist für jeden ganz, ganz schwierig. Und er hat gesagt, er hat ewig mit sich gehadert, aber es ging nicht mehr. Und er hat einfach Kilometer 25 schon gekämpft, und er sagt, das ist einfach zu früh, ja, dass man da dann noch gut ins Ziel kommt, und hat sich dann eben entschlossen, dem es wirklich nicht mehr ging, bei Kilometer 35 das Rennen abzubrechen. Bei der Motivkirche der Schlusswagen, der oft genannte Besenwagen, das ist kein Besenwagen, aber dort, wo er aufgeräumt wird sozusagen. Dahinter darf man schon noch laufen, aber
man ist eben nicht mehr Teil der Laufveranstaltung. Man muss sich dann um den Straßenverkehr sehr wohl kümmern. So eine schöne Formulierung, hat sich gemäß der StVO zu verhalten. Ja, das heißt, die Gehsteige benutzen, wenn Ampeln da sind, stehen zu bleiben, etc. Ja. Viel los also noch, auch bei Martin Lang in der Prater Hauptallee im schönen Schatten. Wir sind hier auf der Prater Hauptallee zwischen Kilometer 28 und 29, also so irgendwie mittendrin. Wir werden einmal nachfragen, wie es denn so geht. Super, die Bedingungen sind herrlich. Sie wirken auch noch so, als würde Ihnen die Hitze nichts ausmachen. Nein, kann gut damit leben, das passt so. Sie laufen auch durch, würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Alles Gute. Es wird hier natürlich angefeuert, war natürlich mehr vereinzelt. Hier ist natürlich vorläufig auch nichts zu trinken, also man muss es vielleicht sogar mitnehmen. Und was hören Sie denn? Sie. Ist es eigentlich nicht anstrengend, mit dem Smartphone in der Hand den Marathon durchlaufen? Geht. Motiviert, die Musik motiviert. Ein Stück ist ja noch. Aber ihr seid zu langsam. Aber wir sind zu langsam. Na gut, dann, dann fahren wir schneller. Wie viele trotzdem schwarz tragen, wie viele lange, also so Dreiviertelhosen tragen und so weiter. Also das ist für mich immer wieder überraschend. Also heute in Kenntnis der Temperaturen, die da kommen, ja, das sind einfach Temperaturen, wo man normalerweise in Badehose und Bikini rumrennt. Ja. Ja, optimal gekleidet hoffentlich Alexandra Schistek und Christoph Sumann. Nicht für die Oper, da wo sie sich gerade befinden. Das würde nicht funktionieren, wenn sie heute die Walküre hören wollen würden. Aber ich glaube, das ist eh nicht euer Plan, oder? Willst du mit mir? Ich hab's versucht, ja. Alexandra und Christoph, wir haben gerade über die Bekleidung gesprochen. Seid ihr optimal gekleidet, ja, auch wenn es nicht für die Oper passend ist? Ja, gut, die Hosen ist schwarz. Da brennt schon ein wenig. Also, aber wir haben optimale Bekleidung. Es kommt da, nein, ich glaube, wir sind gut angezogen. Kurz ist das Programm. Es war schon sehr warm, aber ich glaube, wir sind uns einig. Aber gut, im Start kann man schon ein bisschen mit einer langen Hose ziehen. Ja, aber wir haben einige mit langen Hosen ziehen. Also das ist schon, also da würde ich abbrennen. Vielleicht trainiert er auf einem Marathon des Sables in der Wüste. Könnte auch sein. Ah, aber gut, die Geschmäcker sind verschieden, gell. Manche haben es halt gern warm. Aber wir sind froh, weil wir sind am letzten Kilometer. Und ich habe mir schon ziemlich viel an Sohle abgewetzt. Also es ist gut, dass es jetzt vorbei ist, weil... ob schnell laufen oder langsam laufen, es bleiben 42 Kilometer. Es bleiben 42. Es bleibt die Zeit und die Anstrengung. Alexandra, du hast ja gesagt, du läufst nicht gerne gegen die Zeit. Darum läufst du gerne lange Strecken oder 24-Stunden-Läufe, weil du da nicht auf eine gewisse Zeit festgelegt wirst. Wie ist das heute für dich? Also ich habe mir das sehr schwer getan. Und ich weiß, 4 Stunden und da soll ich das machen. Weil leichter ist schon, wenn du eine Distanz hast und du darfst immer mehr Distanz gewinnen. Weil da verlieren wir ja Zeit. Aber ich glaube, wir haben das sehr gut hinbracht. Gut, ich glaube, es war sehr kurzweilig. Wir haben uns unterhalten. Die Zeit, die 4 Stunden, die anderen 4 Stunden sind ja fast wie im Flug vergangen. Genau. Also es war ein schöner Ausflug. Das muss man auch sagen, die Stimmung war großartig. Natürlich das Wetter super heute. Aber so viele Zuschauer, überall. Super. Also wirklich grandios. Ich glaube, eins muss man auch mal loswerden. Die vielen Freiwilligen, die da schon jahrelang ihren Dienst tun. Wasserträger, die die Becher wegschaufeln. Also ein großes Kompliment. Ist auch nicht selbstverständlich. Nein. Und die machen das ja oft jahrelang. So ist es. Also, ihr beiden, alles Gute für die letzten paar hundert Meter. Kommt gut ins Ziel. Ihr werdet es unter 4 Stunden schaffen. Ja! Also ich greife das gleich auf. Michael, die Freiwilligen, natürlich ist auch viel Organisation dahinter. Es ist ja ein Wahnsinn, wenn man sich anschaut, wie so ein Marathon zustande kommt. Das ist ja sowieso, und da rede ich auch wieder mit einem, der das im Herbst in der Wachau auch tut, ein ganzes Jahr hinplanen. Ja, wir sind in 2 Wochen auch hier im Standort mit Wings for Life World Run. Das heißt, dort, wo hier der eingelaufen wird, starten wir. Das heißt, da ist eher eine Vergleichbarkeit da, weil genauso hier ein großer Teil des Wiener Stadtgebiets gesperrt werden muss und gesichert werden muss.
und so weiter, aber es ist ein Ganzjahresjob. Also es ist, wenn man heute dann fragt, was machst du das Jahr und was machst du das restliche Jahr? Wenn nicht Marathon-Tag genau, ist, ja. Also, ja. Und das ist ein Ganzjahresjob. Das beginnt jetzt genauso wieder bei der Aufarbeitung, bei der Einlagerung der ganzen Sachen, bei den Dankeschreiben an alle, die mitgeholfen haben und so weiter. Also allein die Nachbereitung dauert einen Monat und dann geht es schon wieder los. Die Anmeldung läuft ja sofort gleich wieder fürs nächste Jahr. Also wenn man weiß, wie viele Menschen hier mit in der Organisation tätig sind und auch wie viele Ämter, Behörden und verschiedene Unternehmen hier mit im Boot sind, dann ist das wirklich für den Läufer oder für den Teilnehmer, der hier einfach an den Start geht, ja in vieler Hinsicht gar nicht nachvollziehbar. Du sagst es, 95 Behörden und Institutionen müssen da irgendwie ins Boot geholt werden, da müssen Anträge mehr oder weniger gestellt werden und erfüllt werden. 250 Verkehrstafeln müssen im Bereich des Marathons aufgestellt und wieder weggeräumt werden. 250 Toiletten, also die ganz natürlichen Bedürfnisse. Aufmaterial im Gewicht von 150 Tonnen wird bewegt und natürlich 10.000 Leute in der Hospitality versorgt. Und allein, wenn man jetzt da schaut auf die Verpflegung, 14 Tonnen Bananen, 11 Tonnen sonstiges Obst wie Äpfel, Orangen, 150.000 Liter an Getränken und, also oder 160.000 Sicherheitsnadeln für 40.000 Startnummern. All das muss ja organisiert sein, um alle einzelnen Teilnehmer eben mit dem Gleichen zu versorgen, damit jede und jeder auf ihre Kosten und auf ihre Teilnahmemöglichkeiten kommt. Also das ist schon echt gewaltig. Und dann noch dazu eben, dass in eine Großstadt gepflanzt, die ja pulsiert, die erlebt vom Straßenverkehr, vom öffentlichen Verkehr, von Leuten, die nichts mit der Veranstaltung auch zu tun haben, die natürlich auch nicht länger aufgehalten werden sollen in ihrem Tun, als es unbedingt notwendig ist. Und so ist auch die Planung dieses Wiener City Marathons natürlich angelegt. Ich glaube, dass es mittlerweile natürlich gelebt ist. Man weiß seit 34 Jahren, was an diesem Wochenende in Wien passiert. Das sind die ganzen Umleitungen, die Anrainer kennen das. Es ist heuer nur insofern ein bisschen erschwert, weil der Winter sehr lang gedauert hat. Es gibt extrem viele Baustellen im Moment in Wien. Wenn man halt sieht, ab nächster Woche werden die Gleise wieder aufgerissen hier. Österreich hat den EU-Ratsvorsitz in der zweiten Jahreshälfte. In diesem Zeitraum soll es keine Baustellen in Wien geben. Das heißt, es werden jetzt alle vorgezogen. Also auch wir haben jetzt mit unserer Veranstaltung das Thema, dass eigentlich die Tage danach sofort der Ring wieder gesperrt wird. Das muss alles fertig gemacht werden. Und da stöhnen alle so ein bisschen rundherum. Aber dem passt man sich an und rundherum, ganze U-Bahn-Bau wird in den nächsten Jahren eine große Herausforderung sein für die Veranstalter in Wien, weil große Straßenzüge gesperrt werden müssen, mal für kurze Zeit, auch manche für längere. Und es ist, auch wenn man glaubt, man kommt her und sagt, es ist ja jedes Jahr immer alles gleich, findet das Gleiche immer unter verschiedenen Umständen statt. Ja? Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Wir sehen jetzt hier den Christoph Summann herausblitzen am Weg ins Ziel. Ja, sie haben es geschafft und sie sind klar und deutlich unter 4 Stunden geblieben. Alexandra Schistek und Christoph Summann. Bravo, ihr beiden. Danke für die gute Unterhaltung. Danke fürs für uns auch Laufen und für viele Zuschauer, die hoffentlich auch viel mitnehmen können von natürlich zwei sehr sportlichen Personen, ist ja ganz klar. Aber auch Sie, wie der Christoph gesagt hat, müssen dieselbe Strecke rennen. Jetzt ist der Gentleman, der Dame den Vortritt. Aber das ist das Schöne, man sieht immer beim Marathon einlaufen mit einem Lachen im Gesicht. Ich habe gesagt, das ist das, was wir uns alle wünschen. Ja? Ja, dass das nicht Kampf und Krampf ist, sondern einfach wirklich das Erreichen eines Ziels mit Freude. Und das macht eben diese Faszination Marathon noch aus. So ist es, ja. Die zwei vielleicht Vorbilder auch oder Ansporn für viele, dass natürlich bei all der Anstrengung das Ganze hoffentlich auch wirklich Spaß macht. Im Nachhinein wird sicher Spaß gemacht haben. Viele, viele Tausende, wie gesagt, noch unterwegs, denen es hoffentlich dann auch gut geht. Und unsere zwei
Heldin und Held sind im Ziel und bereit, weiter zu plaudern beim Oliver. Ja, als ob sie noch nicht genug gesprochen hätten, steht dann ich auch noch im Ziel. Herzliche Gratulation, Ziel erreicht. Jetzt frage ich euch natürlich auch die Frage, die jeder bekommt ganz am Anfang. Was war es für ein Gefühl an der Ziellinie? Grandios, deswegen macht man es. Das ist der wahre Grund. Er ist aber ein genialer Partner, oder? Ja, also er hat mich sehr gut unterhalten und die Pace hat auch immer gestimmt. Euch war aber klar, ihr wart durchgehend auf Facebook Live. War das alles sendefähig? Hat sich gut angefühlt, also hat schon passt. Wieso lachst du da jetzt? Immer live. Immer auf Facebook live. Ja. Auch bei dem Zeit, wo wir mal austreten waren. Dort wahrscheinlich nein, nicht. Scherz, der ist nicht ausgegangen. Ja, nein, haben wir nicht müssen. Wir haben gut gespart. Nichts aber drin. Alexander hat mir gerade gezeigt, ihr seid mehr als die 41 Kilometer gelaufen. Wo wart ihr austreten? Ja, das ist die Frage. Wir waren eigentlich, das ist was der mit Peter, wenn du eigentlich schon 44 gelaufen bist und das Ziel ist immer noch nicht da. Na, da muss irgendwas schief gelaufen sein mit dem. Wenn die Kamera aus ist, dann geht's los. Okay, Christoph, ich warte noch immer auf den Marathon, wo du durchs Ziel läufst und sagst, so, jetzt reicht's mir, das mache ich nicht mehr. Wir buchen dich schon für nächstes Jahr wieder, oder? Muss ich jetzt sofort ja sagen. Es war echt cool und es war echt kurzweilig und wir haben uns noch nicht unterhalten dazwischen, ein bisschen die Atmosphäre aufgesagt, es war super viel, super Stimmung, also echt der Wahnsinn, natürlich hat das Wetter dazu gepasst, aber es war echt ein Spaß, obwohl es weh tut, aber es tut glaube ich dem ersten tut es weh und dem letzten auch und uns zwischendrin auch. Du hast jetzt natürlich schon ein paar Marathons eben auch für uns gelaufen. Heute Temperatur, sagst du auch noch, wie ist das für dich gewesen? Du bist es doch eher gewöhnt mit Gewehr am Rücken und wenn es kalt ist, zumindest früher. Ja, normalerweise. Also wir haben ja noch nicht Juli, das heißt, die Sonne hat da noch nicht so eine Kraft. Aber es war in der Vorschau relativ warm, nicht so im Vergleich wie letztes Jahr. Aber es war in der Stadt drinnen viel Schatten. Das hast du bei den Läufern gesehen. Überall, wo Schatten war, waren Läufer, sonst war nirgendwo wer. Es war in der Brotallee Schatten, das heißt, die Leute haben den Schatten gesucht. Jetzt ist natürlich, wer jetzt noch unterwegs ist, der ist natürlich eine arme Sau, weil jetzt wird es natürlich immer wärmer und wir haben unsere Tortur schon hinter uns. Alexandra, ich bin das gewohnt, habe immer wieder mal ein Horcherl da im Ohr. Manchmal ist es recht lästig, aber ich muss keine 40 Kilometer laufen. Wie war das alles für dich? Es war sehr ungewohnt und man hat nicht mehr immer gewusst, wann man reagieren muss. Aber ich habe ja einen erfahrenen Läufer bei mir gehabt, der hat mir dann schon gesagt und mal eingestoßen, wann es soweit ist. Du schaust irgendwie aus, als wärst du gerade losgelaufen mal so ein bisschen zum Aufwärmen. Das schaut überhaupt nicht nach völlig erledigt aus. Ist das so bei einer Ultraläuferin? Nein, wir laufen dann schon wieder zurück, das haben wir sich schon ausgemacht, die haben uns die Hand drauf gegeben. Also das Versprechen hat er schon abgegeben. Möglicherweise läuft er. Interessant, weil ich habe gesagt, wenn uns jetzt fragen tät, laufen wir das Ganze jetzt wieder zurück, dann würde sie sagen, ja, okay, lass mal schnell Wasser trinken und dann laufen wir. Und ich würde sagen, ja, aber ohne mich. Was machst du jetzt als erstes? Wir haben schon die ganze Zeit jetzt eigentlich schon seit Kilometer 25 über Seidel sinniert. Und genau das gehen wir an jetzt. Okay, das ist gut. Dazu alles Gute. Alexander, ganz schnell noch. Heute poltern, jetzt traue ich mich fragen, was habt ihr für ein Programm? Also jetzt werden wir mal das Siegerseitel mal genießen und dann werden wir sie, glaube ich, einfach in einen Vierker sitzen, den gut beladen mit Bier und Wein und einfach nur herumführen lassen. Okay, das klingt gut. Ich wünsche dir alles Gute, sag herzlichen Dank fürs Mitmachen. Danke. Ihr wart eine großartige Bereicherung, einmal mehr für unsere Sendung. Christoph, Alexander, Dankeschön. Ja, danke den beiden natürlich auch von uns. Also alles Gute und Mahlzeit oder wie auch immer, zum Bier, zum Seiterl, zum Wein. Mutig, das hinterher zu trinken. Trinken ist wichtig, trinken ist heute schon der Schwerpunkt gewesen, immer wieder bei dieser Hitze. Deswegen haben wir auch mehr denn je Bedarf, dass Martin Lang aushilft bei der Getränkevergabe. Es wird, glaube ich, kein Bier und kein Wein geben, aber Martin, was kredenzt du denn den Läufern? Stilles Wasser, also... Jetzt kommt Gott niemand. Wir sind bei Kilometer 27,5 vis-à-vis vom Riesenrad. Hier beginnt ja der Marathon erst. Und wir haben heute schon gesehen, dass das ja gar nicht so einfach ist. Vor allem je höher das Tempo ist, wenn man nur eins nimmt. Ich habe jetzt keine zweite Hand frei. Wenn man nur eines nimmt, ist es leichter. Hier haben natürlich manche auch schon ein gemütlicheres Tempo, gar keine Frage. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier mit 20 km/h meistens noch ein zweites, selbstverständlich. Ja. Aber man muss schnell sein, flott und genau, also auch nicht einfach nachlassen. Und wie geht's Ihnen? French. Ça va? Ja, also gut, offensichtlich. Haben wir noch eine junge Dame. Wie geht's Ihnen? Good. Great. Great. Wie geht's Ihnen? Sehr gut, danke. Sie sind erst bei 27,5.
ja, noch ein paar Meter und dann sind wir da. Alles kein Problem. Alles Gute. Lauf. Wettnexer 70 wollte ich noch mal machen vorher. Gratuliere. Alles Gute. Ja, wie gesagt, hier haben die Menschen natürlich auch ein bisschen Zeit. Manche holen sich das wirklich selbst, aber viel Zeit zum Schwätzen und Anführungszeichen hat man hier nicht. Deswegen helfe da jetzt noch ein bisschen aus, denn hier wird natürlich auch immer wieder Wasser nachgefüllt. Alles am Marathonsonntag natürlich auch hier für die vielen, es sind insgesamt über 6000 Helferinnen und Helfer, natürlich auch sehr viel Arbeit. Schon vor dem Start wurde hier heute aufgebaut zum Mitnehmen. 1, 2. Ist es noch weit? Ist es noch weit? Naja, 27,5 ist hier, das kommt drauf an. Ja, stille Wasser und Martin Lang, das passt irgendwie. Jahr für Jahr, oder? Aber was man gesehen hat, Michael, auch wirklich so ein Abbild, wie viel internationale Beteiligung. Martin fragte drei Leute und die sind aus drei verschiedenen Nationen. Oder ein Deutscher, der kurz vor seinem 70. Geburtstag einen Marathon sich noch gönnen will. Also, das ist eigentlich schon unter den Hobbyläufern, würde ich sagen, ein sehr interessanter Ausriss. Denn es sind doch Leute aus 125 Nationen meistens hier mit am Start und aus den unterschiedlichsten Beweggründen. Ich glaube, davon leben ja diese ganzen großen Laufveranstaltungen, dass man einer sagt, ich möchte den und den, ich kenne viele, sagen, sie wollen alle großen Majors laufen. Das heißt, da ist einmal New York dran, dann ist Berlin dran, dann ist Tokio dran und so weiter. Darum ist ja auch der Tourismus, Windtourismus oder auch generell die Österreich-Werbung und so weiter ein wichtiger Partner einer Veranstaltung wie das wie eine City-Marathon. Das heißt, dass die Leute nicht nur jetzt am Samstag am Abend anreisen, am Sonntag laufen und am Sonntagabend wieder zurück, sondern einfach schon am Donnerstag kommen, ein langes Wochenende machen, vielleicht auch den Montag erst am Abend dann zurückfliegen. Und das ist, glaube ich, eine super schöne Entwicklung. Und man sieht ja auch, also dass man ja nicht nur jetzt während des Marathons, du siehst ja sehr, sehr viel von der Stadt und wie schöne Teile, aber bei mir ist es auch so, wenn ich halt in einer Stadt bin, dann schaue ich mir diese Stadt auch vorher schon laufend an. Das heißt, dieses Side-Running, du kommst ja viel besser voran, als wenn du jetzt theoretisch irgendwo in der U-Bahn sitzt. Ja. Du siehst ja was. Und all die hier laufen, jetzt mit 15, 16 km/h und in der Früh, du schaust dir schon laufen an und nachher sagst du, da fahren wir hin, das hat mir gefallen, das möchte ich sehen. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dieser City-Marathons, dass es einfach wirklich ein Tourismuszweig geworden ist. Ja, 18 Millionen Euro inlandswirksame Ausgaben, das es rausbringt, kreiert dieser Marathon eben im Umfeld, wie du es gesagt hast, über Tourismus, über Leute, die länger bleiben, früher kommen und vielleicht dann auch die Stadt weiterempfehlen als Urlaubsdestination. Oder auch sagen, ich habe es jetzt gesehen, das schaue ich mir näher an, ich komme noch einmal. Ja. Wir haben das auch bei uns in der Wachau, wo du einfach, da gibt es Umfragen und du sagst, die sind jetzt da und dann sagst du, ich komme noch einmal. Mhm. Und da gibt es das erste und ich war beim Wachau-Marathon und jetzt mache ich Urlaub hier. Ja, ich sehe, da gibt es einen guten Wein und Wien bietet ja so viel, dass man gar keine Chance hat, das innerhalb von 2-3 Tagen einfach alles zu sehen und noch kennenzulernen. Bei der Wachau wäre es bei mir umgekehrt. Die kenne ich schon, aber vielleicht komme ich mal auf die Idee, da mitzulaufen. Das wäre ein guter Ansatz. Aber es ist noch weit entfernt. Da sind wir erst noch beim Sightseeing. 1984 hat alles hier begonnen. Im Geburtsjahr übrigens von Denis Kimeto mit 769 Läufern. Davon 25 Frauen. Mittlerweile ist jede dritte Person, die hier läuft, und zwar, wir haben es ja schon oft gesagt, mehr als 41.000 sind das. Eine Frau, also das hat sich seit dem Beginn, seit 1967, als in Boston eine Läuferin namens Catherine Switzer versucht hat mitzulaufen und eigentlich da abgehalten wurde noch, unglaublich entwickelt. Mittlerweile natürlich das Ganze auch ein unglaublicher Zweig geworden in Richtung Vermarktung, Sportausrüstung. 1 Million Österreicher laufen, kaufen natürlich ein. Du weißt das selbst eben aus deinem Geschäft, hast du gesagt. Dann kommen dann welche und kaufen die unmöglichsten Dinge im letzten Moment noch ein, weil sie drauf kommen, das bräuchte ich noch. Obwohl es beim Laufen eh noch wenig ist mit Schuhen und ein wenig Bekleidung. Aber das ist wirklich ein Wirtschaftszweig. Genau, ein Wirtschaftsfaktor geworden. Wenn man es jetzt wieder vergleicht mit dem Triathlon-Sport, wo ja unglaublich viel Geld im Spiel ist,
zwangsläufig, ob es jetzt allein das Schwimmtraining ist. Das heißt, das ist die große Hürde. Wir haben es auch von Peter Herzog gehört, der gesagt, ich habe versucht, Triathlon zu machen, Schwimmen war nicht meins. Du brauchst die Schwimmbahnen, die du reservieren musst, du brauchst einen Schwimmtrainer, der dir das technisch beibringt. Dann brauchst du im Bereich Sportwissenschaften etc. Dort oder da mal einen Test und dann vom Fahrrad begonnen bis über das Material fürs Radfahren, bekleidungstechnisch und fürs Laufen, dann trainieren die auch viel mehr. Also da ist ja noch ein wesentlich größerer Aspekt mit dem Spiel. Im Laufen ist es wirklich so, dass ich brauche ein paar gute Laufschuhe, wenn ich ein, zweimal in der Woche laufe. Sobald ich heute drei bis viermal laufe, brauche ich zumindest zwei paar Laufschuhe, damit sich der Fuß nicht an einen bestimmten Schuh, an einen bestimmten Leisten gewöhnt. Kaum jemand realisiert, dass ein Schuh nur so bis zu 1000 Kilometer hält, im Best Case, und sagt mir, ja, ich laufe ja eh nicht so viel. Wenn aber jemand zweimal in der Woche läuft und nur 10 Kilometer, dann ist der Schuh nach einem Jahr verschlissen. Der ist doch wirklich kaputt, die Mittelsohle gibt nach und so weiter. Das heißt, immer wieder anschauen, wie ist der Schuh benannt, und ist es auch der richtige Schuh für mich. Und heute, wenn man sich jetzt hier wirklich auch die Bekleidung anschaut, heute hätten wirklich die meisten eigentlich mit einem Trägershirt laufen sollen. Ja? Und nicht mit den Ärmeln noch, weil wirklich die Kühlung und selbst die Luft, der Fahrtwind beim Laufen, wenn im Endeffekt unter den Achseln leicht kühlt und so weiter, also das wäre heute das, was bei den Topläufern alle gehabt haben, das Beste gewesen. Und muss ja sehen, da gibt es ja wirklich extrem. Der hat sogar noch die Flagge umhängen. Ja, viele, die halt auch mit Kostüm gelaufen sind, das ist wirklich unfassbar. Ja? Also, das wäre ein Equipment, man sieht die Zuschauer, haben alle die Trägershirts an. Die haben reagiert. Das sollten eigentlich die Läufer sein. Aber weil du gerade Bekleidung ansprichst, natürlich auch ein Faktor, man muss in der Früh zum Start, der ist woanders als das Ziel. Also was nehme ich mit, was ziehe ich an, was kann ich alles ausziehen und wohin damit? Und da gibt es natürlich auch eigentlich seit 25 Jahren von der ÖBB den Garderobentransport, den Gottfried Gassenbauer organisiert. Das ist auch logistisch ein Wahnsinn. Die müssen am Start von also an die 40.000 Sackerl entgegennehmen, wo die Leute ihre Sachen hineinladen und müssen dann mit 5 LKW-Zügen, also Entschuldigung, mit 18 LKW-Zügen, mit 5 haben sie begonnen, also einen 1 Kilometer langen Verkehrszug an Fahrzeugen hierher bringen ins Ziel, in einer gar nicht so langen Zeit durch Wien, dass er gesperrt ist quasi teilweise, damit die Ersten, die wieder da sind, auch ihr Sackerl am richtigen Ort wiederbekommen, um eben dann die Kleidung, heute ist es weniger wichtig, aber wenn es kalt wäre, auch wieder anziehen zu können. Und natürlich wollen sie alle alles zurückbekommen, also das ist logistisch unglaublich. Dass die Fahrt, die haben natürlich das Glück, auf der gesperrten Strecke fahren zu dürfen, ja, weil in das Läuferfeld kommen sie nicht hinein. Das Spannende ist einfach, diese 18 LKW-Züge dann noch so zu parken, dass die richtig stehen, dass die Nummerierung passt, dass alles so gut aufgeräumt ist, dass man diese Kleidung wieder schnell findet. Auch wieder jetzt bei dem schönen Wetter haben die Leute jetzt kein Thema, dass sie so schnell wie möglich eine warme Kleidung haben wollen. Ja. Sie werden auch nicht so viel abgeben heute. Also die Challenge ist wesentlich größer, wenn die Situation so wie letztes Jahr ist. Ja. Aber natürlich ist es so, dass das extrem gut organisiert sein muss, und die Läufer wollen einfach so spät wie möglich abgeben und dann einfach auch nicht lange anstehen, wenn sie vom Laufen zurückkommen. Die sind alle müde, ja, und das alles zu haben. Auch die Logistik ja im Hintergrund bei der Staffel, ja, weil die Staffelläufer geben ihre Sackerl nicht ab. Der Erste kann es abgeben. Mhm. Schlussendlich, der hat es aber dann nicht, wenn er seine erste Staffelübergabe hat, weil die sind schon Brunn und die Wagen fahren hierher. Das heißt, da ist es meistens so, dass man sich mit den nächsten Staffelläufern immer abspricht. Du hast meinen Sackerl mit, ja? Ich nehme dann deins wieder, also da gibt es diesen Austausch. Ja. Und wie gesagt, es steckt unglaublich viel dahinter, dass dieses Werkel nach außen hin so reibungslos abläuft. Vielleicht ein wichtiger Aspekt auch noch, gerade jetzt in der Hitze, das Easy Beep, das es seit kurzem auch gibt. Also das heißt, in der Startnummer inkludiert ist ein Chip, in dem die wichtigsten Gesundheitsdaten zu den Personen auch abgespeichert sind. Also wenn es jemandem schlecht gehen sollte während des Marathons, können dann auch die Betreuer oder die Ärzte, die Sanitäter quasi abfragen, ob ein Medikament nicht gegeben werden darf aus gesundheitlichen Gründen und so weiter. Deswegen auch ganz wichtig, Startnummer nicht weiterzugeben, wenn man unpässlich ist, einfach den Freund laufen lässt oder so, weil dann möglicherweise
eine Fehlbehandlung passieren kann. Ich hoffe nicht, dass es irgendjemandem passiert, aber die Gefahr besteht natürlich gerade, wenn es sehr belastend wird. Ja, auch, dass man im Prinzip da noch nicht zuordnen kann. Ich weiß da noch nicht, weil wir hatten so einen Fall in der Wachau, da hat es geheißen, ja, da ist etwas passiert. Du schaust auf die Startnummer und siehst, das ist de facto nicht die Person, die jetzt hier im System genannt ist. Ja. Und das ist Gott sei Dank dann gut ausgegangen alles und so weiter. Aber die Geschichte ist, da wirklich halt zu sagen, wenn ich halt Informationen habe, dann kann ich das entweder auf meine Startnummer hinten draufschreiben oder wie gesagt auch vorher als Daten eingeben und das auch wirklich wahrzunehmen. Also es gibt immer wieder Leute, die laufen, die haben vielleicht schon einen Bypass oder die haben eine Vorerkrankung, die aber trotzdem Sport machen, auch jetzt, weil es vielleicht therapeutisch auch sogar gewünscht ist. Und das macht alles Sinn. Ja, da habe ich schon einen Zwischenschnitt gesehen, da gönnt sich jemand schon ein Eis, ist wahrscheinlich auch keine schlechte Idee am heutigen Tag. Vielleicht kriegen wir noch die Gelegenheit hier. Wir sind ja nicht allein. Michael Buchleitner und ich werden unterstützt von unserem Kollegen Michael Pinter, der voll gefüllt wird mit Kilometerzeiten seit mittlerweile 4 Stunden. Hält uns da am Laufenden und Thomas Weisch schaut auch, was alles passiert. Zum Beispiel kein Weltrekord in London. Das bin ich Ihnen noch schuldig, die Information. Und wir nähern uns dem Ende unserer Sendung. Theater der Emotionen in der Kulturstadt Wien. Da darf auch ein Gast aus Salzburg nicht fehlen. Ich glaube, Wolfgang Amadeus ist sein Vorname. Martin Lang, du bist bei ihm. Das ist im Moment der letzte Läufer des Wiener City Marathons. Hinter uns ist der sogenannte Besenwagen, ebenso dann knapp dahinter auch schon die Aufräumkolonne. Running Mozart, wie geht's Ihnen? Ja, nicht ganz so gut. Ja, die Beine sind schwer geworden. Und man sieht auch weiter breit keinen. Und dann ist auch hinten der Besenwagen hinter mir. Das nervt so ein bisschen. Laufen Sie es durch? Weiß ich nicht, mal gucken. Wir haben Zeit in Wien. Kein Stress. Achso, ihr habt Zeit. Dann mache ich das wohl, ja. Die Verkleidung ist aber sehr originell. Natürlich, ist entsprechend von Wien. Ich passe nach Salzburg. Ja, da war ich noch nicht. Bin ich im nächsten Jahr vielleicht. Aber ich passe das immer entsprechend an. Nicht heiß? Ein bisschen, ja, aber die Wärme ist es nicht. Glaube ich nicht, weiß ich nicht. Darf ich fragen, wie alt unter Anführungszeichen Sie sind? 66. 66. Gratuliere, Riesenleistung, wie lange es immer auch dauern wird. Hier ist im Moment der Schlussläufer des Wiener City Marathons. Ja, mit 66 Jahren, da fängt der Marathon erst richtig an, kann man sagen. Ja, Martin hat jetzt den lieben deutschen Kollegen dann ein bisschen entmutigt, dass er die falsche Verkleidung angezogen hat für Wien. Das muss er dann in Salzburg nachholen. Der Wien-Marathon neigt sich jetzt auf jeden Fall aus unserer Sicht dem Ende zu. Natürlich sind noch viele auf den Straßen unterwegs. Ich sage danke an meine Kollegen. Danke, lieber Michael. Ich bedanke mich. War wieder mal eine große Freude, Dankeschön. Mit dir zu schwitzen. Also, alles Gute allen, die da noch unterwegs sind auf den Straßen Wiens. Alle, die ins Ziel kommen, hoffentlich möglichst viele heldenhaft unterwegs. Mit diesen Bildern und in den letzten Szenen dürfen wir uns verabschieden. Weiter geht's bei Oliver Polzer. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ja, einen herzlichen Dank, Didi und Michael und den vielen Helfern hier. Das war sie, unsere Übertragung vom 35. Vienna City Marathon. In diesem Jahr ein echter Sommermarathon, aber mit vielen spektakulären Momenten und tollen Bildern. Und sollte bei Ihnen die Aufnahme nicht geklappt haben, vielleicht nochmal der Hinweis, am 25. April, 20.15 Uhr, ORF Sport Plus. Da wiederholen wir für Sie diesen 35. Vienna City Marathon. Was gibt es heute noch aus der ORF Sport Redaktion? Jede Menge. 16 Uhr, Bundesliga Live-Spiel der 31. Runde, Rapid gegen Admira, im Anschluss daran Sport am Sonntag mit Boris Kastner-Jirka und natürlich auch dem Thema Wiener City Marathon. Das war es von uns hier. Sollten Sie in der Nähe sein, es zahlt sich noch immer aus, hierher zu schauen. Viele sind noch unterwegs. Es geht noch ein Stückchen lang. Wir freuen uns dann schon auf den nächsten Marathon im nächsten Jahr. Ihnen noch einen schönen Nachmittag und auf Wiedersehen beim Sport. Some pickles on and play the melodrum. Go down, let's go down, let's go down. Don't you wanna come down? Count to 21 and go and right or wrong and feed the pelicans.
when the ballet tolls for me.